Hallo, ihr wundervollen Menschen da draußen. Ich weiß, wir hatten das schon lange nicht mehr, aber heute machen wir wieder eine Schminksession. Schminksession zusammen. Okay. Ich habe fast gar keinen Plan, was ich machen will, außer dass es vielleicht ein bisschen mehr gothy wird. Mein Outfit für heute. Nur damit ihr wisst, wozu das passen soll. Also, deswegen. Ich würde sagen, wir starten direkt rein. Ich mag auch. Das hier habe ich mir thriftet auf einem Gothic-Flohmarkt und ich finde. Ich mag Scratching-Sounds normalerweise nicht so gerne, aber das finde ich eigentlich ganz angenehm. Auf jeden Fall, das ja, sind die Ärmel von dem Kleid. Als allererstes ein bisschen Primer. Ich muss mir definitiv mal nur einen Primer kaufen. Der alte ist nämlich nicht mehr so. Da ist nicht mehr so viel drin. Auchi. Huh. So. Das war jetzt ein bisschen viel zu viel. Egal. Ich brauche dringend einen neuen Primer. Ja, in der letzten Zeit ist sehr viel los gewesen. Oder ist immer noch sehr viel los. Ich weiß nicht, ob es euch da draußen genauso geht. Aber bei mir ist es definitiv so, ich und in meinem Freundeskreis, ich merke doch, dass bei vielen Leuten gerade irgendwie die mentale Gesundheit ein bisschen stagniert. Meine zwei Cents dazu sind, dass es vielleicht einfach auch Spätfolgen aus den Corona-Jahren sind. Dass vor allen Dingen ja seit letztem Jahr ganz viele Leute versucht haben, so viel wie möglich aufzuholen, was halt in den zwei Jahren davor nicht so ging. Und dass jetzt so ein bisschen so ein kleiner Rebound ist, alle so ein bisschen ausgebrannt sind. Und ich meine, Corona ist ja nicht die einzige Krise, es gibt ja so viele andere Sachen noch. Und deswegen geht es halt ganz vielen Leuten gerade nicht so super. Und keine Angst, wir wollen hier jetzt nicht über die Themen der Welt reden und was gerade alles in der Welt passiert. Ich finde es aber trotzdem sinnvoll, das anzusprechen, einfach den Fakt anzusprechen, dass es gerade so ist, dass es vielen Leuten einfach nicht so super gut geht und dass wir alle nicht so im besten mentalen Place sind, einfach damit wir das reflektieren können. Alle so für uns, so kollektiv. Auch ich für mich, ich habe das bei mir auch gemerkt. Und dass wir daran arbeiten können. Und ich bin gerade dabei. Ich hatte einen doch sehr intensiven, wilden Sommer. Hat man vielleicht auch gemerkt, ich habe nicht so viel Content gepostet. Und musste mich davon auch erstmal erholen. Auf der einen Seite ist es immer wieder interessant, wenn man, sage ich mal, in Verbindung ist mit Menschen, wo man dann plötzlich merkt, okay, das tut einem vielleicht nicht so gut oder das passt nicht. Das ist natürlich blöd, weil man dann halt diesen Trennungsschmerz hat. Aber auf der anderen Seite ist es auch wichtig, weil man lernt sehr viel über sich selber in solchen Verbindungen. Man lernt, wo die eigenen Schwächen sind, wo die eigenen Triggerpunkte sind, was einfach die eigenen Probleme sind, was einen bewegt. Und kann das halt in zukünftige Beziehungen freundschaftlich oder auch romantisch mitnehmen. So. Ich nehme jetzt erstmal meinen Color Corrector. Ich bin jetzt umgestiegen auf den Neutralwerte. Weil ich glaube, ich habe hier den von Catrice gehabt. Der hier. Sie sind eigentlich sich sehr ähnlich.
Ich glaube, der hier hat etwas mehr Grün. Der hier hat so eine leicht grauere Base. Außer die Salvia hat halt ein Naturprodukt, ne? Okay. Davon nehme ich nur so ein bisschen. Und es soll halt einfach nur einen Schimmer geben. Viele von euch haben gesagt, man soll erst den Color Corrector benutzen und danach das Make-up drüber. Und ich weiß, dass das viele so machen. Ich bin mir dessen bewusst. Bei mir bringt das so meistens nicht viel. Vor allen Dingen, wenn man halt so Billo-Produkte aus dem Drugstore hat, wie ich, dann verschmiert das einfach nur wieder. Wenn ich das mache, das sowieso immer sehr dünn ist, und das da drüber mache, verschmiert sofort. Wahrscheinlich gäbe es eine Technik, mit der man das machen kann, aber es sieht ja auch so gut aus, deswegen, I don't care. So. Dann auf jeden Fall wieder Concealer. Den ganzen Morgen Lady Gaga gehört. Hatte mega Lust zu. Mach auch hier ein bisschen positive Contouring. Genau so nennt sie nämlich die Technik. Ich könnte jetzt halt auch noch die dunklen Stellen machen, aber erstens kriege ich das nicht so super hin. Also doch, aber es braucht übelst lange. Und zweitens bin ich faul. Ich lasse das hier immer ein bisschen einen Augenblick quasi einwirken. Und dann tippe ich das hier vorsichtig rüber. Nicht zu viel von hier unten quasi, weil dann sieht das wieder so cakey aus, könnte man sagen. Und so hat das eigentlich den besten Effekt. So. Okay. Das ist das Positive Contouring. Das heißt, nur die Highlights werden quasi aufgebracht auf der Haut. Ich hatte schon überlegt, ob ich nicht eventuell, wo kann ich das denn zeigen? Dieses Muster hier, so ein Schottenmuster mit einbaue. Das würde aber, glaube ich, extrem lange dauern. Deswegen habe ich gedacht, vielleicht so eine Art Schachbrettmuster aus Rot und Schwarz. Und ansonsten dann hier noch irgendwie so schwarz. Dann vielleicht einen schwarzen Lippenstift, je nachdem. Dafür bräuchte ich als allererstes erstmal eine vernünftige Schattierung. Und zwar hier und hier. Und ich habe überlegt, dass ich das mache mit diesem, mit der Farbe. Dafür nehme ich dann etwas dicker, also nee, nicht dicker, sondern dense. Wie heißt das auf Deutsch? Dichter. Dichteren Pinsel. Der ist jetzt nicht so super dicht, aber ist eigentlich genau perfekt für das, was wir machen wollen. Und dann habe ich halt einen fluffigen Pinsel. Ist jetzt. Ist nicht super sauber, aber reicht für unsere Zwecke. Und dann nehme ich mit dem dichteren Pinsel. Moment. Hier, das haben wir so auf. Ganz bisschen nur. Da ich sowieso blass wie die. Nee, bleich wie eine Leiche bin. Ja. Brauche ich nicht viel von der dunklen Farbe und kann die dann hier ganz leicht drauf tupfen. Seht ihr das? Und auf der anderen Seite drauf tupfen.
Wenn dieser Pinsel jetzt sauber wäre, könnte ich den auch gleichzeitig zum Verblenden nutzen. Ich versuche jetzt mal die Seite hier, die nicht so, wo keine Farbe drauf ist, ein wenig zu verwenden. Nur ganz leicht, ihr seht das hoffentlich. Jetzt nehme ich den fluffigen Pinsel und verblende hier. Das ist auch erstmal alles, was ich mache, weil wir ja gleich quasi dieses Schachbrettmuster machen wollen. Das ist einfach rein für Tiefe gedacht, da ich ja keine Augenbrauen habe. Ist das hier, dass man das hier so ein bisschen schattiert, essential für mich, dass es halt wirklich auch ein bisschen gut aussieht und nicht so flach. Weil ohne Augenbrauen fehlt einem so ein bisschen so ein Frame, so ein Fenster. Und das muss man halt irgendwie so ein bisschen ausgleichen. Meistens reicht bei mir hier so ein Lidstrich. Ich mache mir hier auch immer gerne mal so Punkte hin. Das ist so meine Art und Weise, dann quasi die fehlenden Augenbrauen zu kompensieren, sodass sie nicht zu blank aussehen, nicht zu bald. Wie heißt das deutsche Wort, Junge? Ich rede nur noch auf Englisch, das ist ganz schlimm. Dass es nicht zu nackt aussieht. Könnte man eigentlich sagen. Ja. Auf der Seite ist doch noch ein bisschen zu wenig. So. Perfekt. Perfekt, 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 perfekt. Okay. So. Ich liebe diese Palette auch. Das ist richtig so eine spooky Palette. Ich finde, die Farben haben so richtig Halloween-Style. Leider sind die schwarzen Farben bei mir immer so intensiv, dass ich die einfach nicht so häufig benutzen kann. Aber die sind so schön, auch dieses glitzernde Schwarz. Und das ist einfach, I love it, I love it, love it, love it. Okay. Ich werde mir hier jetzt ein bisschen schwarze Farbe zusammenmixen. Oder? Genau. Eigentlich immer eine gute Idee, damit man so ein bisschen mehr Symmetrie reinbekommt. Erstmal pinseln das machen. Ich nehme jetzt so einen Pinsel und dann habe ich hier meine Bodypaint Farbenpalette. Ich nehme jetzt einfach nur ganz, ganz leicht von dem Grau, nur ganz leicht, das noch relativ wässrig ist, damit ich probiere das immer hier. Ja, das ist gut. Da kann man das halt immer noch relativ gut wegwischen, ohne dass das schon so in your face ist und man dann überall schwarz hat. Okay. Als allererstes mache ich dann hier. So habe ich das gedacht. So. Und so. Ich hoffe, ihr seht das. Die Outline. Das soll ja auch erstmal nur ganz grob sein, damit ich halt das Symmetrische hinbekomme. So. So, das ist auf jeden Fall nicht symmetrisch komplett. Gucken wir mal. Das muss hier ein bisschen gerader. Ja, das ist okay. Jetzt sieht man das hier ein bisschen toller und da ein bisschen weniger. Das war nicht so schlimm. Das werden wir alles noch kompensieren. Das Grau sieht man dann
später im späteren Verlauf sowieso nicht mehr. Das wird dann mit Schwarz übergemalt. Und da fangen wir auch direkt an. Ich nehme jetzt einen dünnen Pinsel. Und ich habe hier noch... Moment, ich will noch jede Menge Rot nehmen. In dieser schwarzen Farbe hier drinne. So. So. Da war noch Rot drin, habe ich ein bisschen rausgemacht. So. Jetzt ist es wichtig, diese Outline hier zu machen. Am besten Luft anhalten. Das ist schon mal gut. Machen wir auf der anderen Seite auch schon direkt so. So. Wie ihr sehen könnt, habe ich das jetzt auf beiden Seiten. Jetzt kommt der schwierige Teil. Jetzt versuche ich wieder dieses Grau zu nehmen und damit ein bisschen vorzuzeichnen. Damit wir auch wirklich ein Schachbrettmuster, obwohl vielleicht versuche ich einfach direkt mit Schwarz zu zeichnen. Ich glaube, das wird ansonsten nichts. Machen hier runter. Dann so. Versuche ich hier so ein Gitter zu machen. Man sieht, es ist nicht so super sauber, aber ich vermute, wenn wir die Kästchen haben, sieht man das nicht mehr so sehr. Seht ihr das? Das Gitter? Das wird richtige Präzisionsarbeit. Von einem 80er Lied. Um genau zu sein, Feels Like Heaven von Dream Factory. Nicht von The Cure, von Dream Factory. Obwohl ich ja auch viel Gaba höre, bin ich auch ein riesiger 80er-Fan. Ich mag 80er voll gerne. Ich mag vor allen Dingen die Subkulturen. New Romantics, New Wave, Goth, beziehungsweise Trad Goth, damals ja noch in Deutschland Gruftis genannt.
Also so vom Weiten sieht das okay aus. So symmetrisch wie möglich versuchen zu replizieren und das wird sehr interesting. Ich kann das leise, kriege ich den hohen Ton nicht. Richtiges Lied so zum Wegträumen irgendwie. Ist so ein Lied, was mich nostalgisch macht, ohne dass ich jemals die 80er miterlebt habe. Da hinten fliegt die Beluga. Da hinten ist gerade ein ganz spezielles Flugzeug entlang geflogen, was es nur in Hamburg gibt. Und zwar die Beluga. Das ist ein Flugzeug, das sieht aus wie ein Doppeldecker, beziehungsweise sieht wirklich aus wie ein Beluga-Wal. Sieht aus wie ein riesiger Wal am Himmel, finde ich. Und manchmal fliegt die halt über Hamburg. Die transportiert Flugzeugteile und sie ist hier gerade vorbeigeflogen. Ach, ich liebe das. Ich freue mich jedes Mal, wenn ich die Beluga sehe. Und ich jedes Mal verpasse ich die Chance, das mal zu filmen. Egal. Okay, jetzt. Das ist vier, okay. Es wird wahrscheinlich nicht so symmetrisch, wie ich es will. Aber damit muss ich leben. Damit muss ich leben lernen. Es sind so viele Sachen, mit denen ich inzwischen leben lernen muss, weil sie nicht perfekt gelaufen sind oder perfekt laufen bei meinem Leben. Schwierige Lektion für jemanden, wenn man halt jemand ist, der am liebsten alles perfekt und am besten auf Anhieb perfekt machen will. Aber ich lerne, auch wenn es langsam ist, ich lerne dazu. Sind.
Leider nicht ganz so gerade. Wie ist das Wetter? Gucken wir mal, dass ich das hier noch ein bisschen runterziehe. Naja. Welches Lied ich auch sehr schön finde, was auch so einen ähnlichen Vibe hat, auch New Wave, ist von Spandau Ballett. Oder Spandau Ballett. Eigentlich, der Name kommt aus Spandau, aus Berlin-Spandau. Und True. Da, 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 da. I know this much is true. Da, 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 da. I know this much is true. This much is true. So, der Seite leider ein bisschen, aber wenn ich die Augen so mache, sieht man das kaum. Frage ist, ob ich das vielleicht so lassen soll, weil ich finde das echt sexy. Nein, ich wollte ein Schachmuster eigentlich. Oder? Oh, da kann man noch so viel draus machen, ne? Ich glaube, ich mache erstmal das, was ich als quasi Augenbraue geplant hatte. Und zwar das erstmal hier den hier machen. Dann das. Dann das. Wow, es ist doch sehr symmetrisch geworden. Wenn ich mein OCD-Heart ist befriedigt, was das angeht. Aber es muss noch mehr drive. Die Frage ist, ob ich das so lassen soll hier. Always living on my head. Da, 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 da. Right to see.
Ich will jetzt was ausprobieren. Ich will jetzt versuchen, dieses Lila und diese Farbe hier in das Gitter reinzumachen. Vielleicht ist der Pinsel nicht der beste. Das auch nicht. Der wird könnte gut laufen. Oder der hier. Der ist... I don't know, nee. Ich nehme den hier. This is the sound. Die Farbe. Das passt, glaube ich, auch besser zu dem. Ja, das passt besser dazu. Das passt nicht so super zu dem Rot, aber da können wir gleich mal nochmal gucken. Ob wir da nicht was mit dem Eyeliner machen. Doch, vielleicht mit Eyeliner. This could be possible. This could be possible. Würde tatsächlich ein. Dazu würden Wimpern passen. Ich glaube, da mache ich mir lange Wimpern dazu. Übrigens, ich habe mir letztens so Wimpern mit Straßstein, also so richtig so Y2K-Wimpern. Das wird richtig nice. Da machen wir dann gemeinsam einen richtig nice Y2K-Style. Bad. Bad girl. Aber solange mache ich meine normalen Wimpern oder meine Normie-Wimpern. Oh, und ich habe verschiedene Farben.
Wimpern. Das auch. Ich glaube, unten lasse ich. Mache ich nicht die Wimpern, nur oben. Und dann machen wir unten. Jetzt können wir mal gucken, ob wir jetzt noch rote Tribals uns machen. Hier meine rote Farbe. Red. So. Zwar. Hier. So. Und jetzt irgendwie hier sowas hoch. Erstmal hier. Damit ich auch morgen aussehe wie ein Zombie, wenn ich abgeschminkt bin, weil das Rot bleibt nämlich unter den Augen. Das ist mal schön, das Rot ist mal das, was am meisten staint. Egal. Aufregend aus. Ich muss es auf der anderen Seite genauso hinbekommen.
Hier ist es ein bisschen langgezogen, ne? So. Nice. Ich mache jetzt noch was in die Mitte. Gucken. Ich lasse mich hier einfach von meiner Inspiration leiten. Ein bisschen was von Kinderschminken. But I like it. So. Seht ihr das? Und das versuche ich jetzt hiermit zu verbinden. Wir werden sehen, ob es klappt. Irgendwie braucht es mehr Stacheln. Das ist so kinderschminkenmäßig. Es ist mir nicht gefährlich genug. Okay. Die Stacheln, die ich mache, die sind zu soft. Genauso wie ich, wenn ich versuche hart zu sein. Ich bin trotzdem soft. I'm a softie. Okay. Ich denke hier vorne, das müssen wir noch ein bisschen.
Symmetrisch hinkriegen. Jetzt vielleicht hier noch, dass ich hier noch versuche. Schon so lange wieder mal so ein Tribal-Make-up machen. So, ich denke, damit sind wir durch. Oh, sorry, Leute. Jetzt machen wir Lippenstift. Wenn ich den Pinsel dafür finde. Wir haben jetzt vor lange nicht geredet, beziehungsweise ich habe vor lange nicht geredet, weil ich halt hochkonzentriert bin in solchen Momenten. Und wenn man redet, dann vermalt man sich. Auf jeden Fall, schwarzer Lippenstift, Essential. Make-up sind auch unfassbar aufwendig. Aber ich liebe sie. Das macht so viel Spaß. Last but not least. Oh, sorry. Machen wir jetzt ein bisschen, wie nennt sich das nochmal? Rouge. Das mache ich hier mit. Ich würde die Farbe. Geht die Farbe oder vielleicht doch lieber die rosane Farbe? Das Rosa nehme ich, glaube ich, eher. Drauf tupfen.
Dann mache ich das hier noch auf die Nasenspitze. Und hier unten. Tatsächlich will ich ein bisschen noch schattieren und für das Schattieren könnte ich das, oder? Ich nehme hier mir das Schwarz. Da brauche ich, glaube ich, einen engeren Pinsel für. Wir nehmen den hier, da ist eh schon was Dunkles dran. Nehmen wir hier. Jetzt brauche ich einen Spiegel. Machen wir das mal hier hinter. Dann hier auch. Pinsel reicht für das, was wir machen wollen, und zwar jetzt halt verblenden. Erstmal hier so, dann ganz leicht nach vorne, aber erstmal hier reinarbeiten quasi. Das ist auf der anderen Seite genauso. Erstmal hier sich reinarbeiten, dann zart nach vorne ziehen. Perfekt. Jetzt hier unten mit dem Schwamm noch mal ein bisschen definieren, die weiße Seite quasi. Perfekt. Dann haben wir das. Schimmer. Ich würde den Schimmer hier nehmen mit, wie heißt denn das nochmal? Das hat so lilane Elemente drin. Ich sehe das hier und dann hier hoch. Und auf der Seite auch. Hier noch. Ein bisschen nehme ich auf meine Fingerspitze und tippe hier drauf. Nur ganz leicht. Unten. Die mache ich mir schnell drauf. Okay, ich bin zurück mit meinen Lashes. Ich nehme die hier. Ich habe mir auch endlich... Also, eigentlich habe ich mir schon längst Lash Glue gekauft. Ich habe den nur verloren, beziehungsweise habe den irgendwo hingepackt, wo ich ihn nicht wieder gefunden habe. ADHD Problems. Auf jeden Fall machen wir jetzt die dran. Wir machen den... Oh mein Gott, das ist so schön frischer Nagelkleber. Nagelkleber für die Wimpern. Please don't do this. Please don't do this. Machen wir es mal auf beide drauf. So. Lash glue. Wimpernkleber. Oh, und wie ihr vielleicht gesehen habt, ich habe mir meine Hörnchen noch drauf gemacht. Um das Outfit zu komplettieren. Plum, 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 plum. Vielleicht doch noch mehr roter Rouge. Und das
während das trocknet. I need more red. Ich brauche auch meinen Spiegel. Und zwar direkt, oh, das war's. Direkt hier quasi. Direkt hier. Dann schön verbinden. Und auf der anderen Seite auch. Oh ja, yeah, it's giving demon. So. Wenn wir das hier durch haben. Wenn wir das durch haben, mache ich jetzt die Lashes drauf. Ich benutze dafür immer eine Augenbrauenzange, um das draufzusetzen, weil ich meistens richtig, richtig lange Nägel habe. Und das damit einfach super unhandlich ist. Das ist die eine Seite. Und die andere Seite. So. And that's all. Vielleicht hier unten noch ein bisschen weiß. Das ist ein schönes Detail noch. So, Leute. Ich hoffe, euch hat die Make-up-Session mit mir gefallen. That's the complete look. Love it. Ich hab euch alle lieb. Tschüss.